Guten Morgen, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu komme ich nach dir und ich danke dir für deine Leib, für deine Gnade, ich danke dir für dein Wort. Und ich bete, dass wir können an diesem Tag dein Wort hören und dass dein Wort uns bewegt, zum Gehorsam, zu der Liebe zu dir, dass wir dein Wort wirklich ernst nehmen und dass wir in deinem Wort wandeln, Herr, im Namen Jesu. Amen. Zeichen Vers 44 von Kapitel 28. Wenn ihr nicht auf dem Herrn euren Gott hört und nicht seine Gebote und Ordnungen beachtet, die ich euch heute gebe, werden alle diese Flüche euch treffen. Sie werden euch verfolgen, bis ihr umgekommen seid. Das Unheil, das über euch und eure Nachkommen hereinbricht, wird den anderen Menschen für immer ein abschreckendes Beispiel sein. Also, woran lesen wir all diese Geschichte, was Gott Israel jeft im Ölenbund, wenn es dort ein Beispiel ist für uns, dass wir das verstehen, wie schlimm das ist, wenn einer Gottes Wut im Wind schlägt und seine Ehe wehrt. Nicht, wenn Jesus für uns gestorben ist, ist der Sinn nicht mehr schlimm. Die Bibel sagt im Neuen Testament in Römer, dass der Sinn des Alten tot ist. Der Sinn ist noch gleich zu schlimm. Mit der Sinn soll wir nicht spielen. Das sagt, wenn ihr dem Herrn nicht fröhlich dienen wollt, weil er euch so reich beschenkt hat, werdet ihr euren Feinden dienen müssen, die er euch schicken wird. So wichtig ist es, dass wir Gott mit Frieden dienen. Das heißt, wenn ihr Gott nicht mit Frieden dienen, dann wollt ihr einen Feind dienen, der Gott in Schädel wird. Ihr werdet Hunger und Durst leiden. Es wird euch an Kleidung und allem anderen fehlen. Der Herr sorgt dafür, dass ihr grausam unterdrückt werdet, bis ihr umgekommen seid. Ein Volk vom Ende der Welt, dessen Sprache ihr nicht versteht, lässt ihr über euch herfallen. Wie ein Adler stürzt es sich auf euch und kennt kein Erbarmen. Das Kreuzwort passiert, als die Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft geschlappt wurden. Du erfällt sich das Wut. Das, was Nehemias liest und versteht, woran er dort zu schlagen, wenn er diese Buße. Das, was Daniel versteht, was in dem Prophet Jeremia stand, von den Warnungen von den Propheten, dass wenn sie Gott in Rede reden, dass er dort dann wird schlagen können. Und ich sehe mir sicher, dass wenn wir Gott in Rede drehen, dann ist das auch für uns, dass es ein warnendes Beispiel in der Bibel ist, ein abschreckendes Beispiel. Und wer Gott in Rede dreht, dem hat die Folge drauf. Herr, ich bete, dass wir das Wort für uns verstehen und ich bete, dass uns dort halt. Rechtschaffen zu leben. Mir berietet ganz besonders, dass wir die mit Frieden dienen. Ich glaube, du hast das schon gefallen an, wenn wir uns anstrengen, ohne Leib zu dienen, ohne Frieden zu dienen. Bloß, wenn es wie irgendwo gehört haben, dass das wichtig ist. Halb uns, dass wir die mit Frieden, mit Leib dienen und von ganzem Herzen die dienen, Herr. Mit einem reinen Wort, was die Leute haben, bitte ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.